Nun, hier ist Ranga Yogeshwar. Haben auch Sie sich schon einmal gefragt, wie der Kaffee in die Pets kommt? Nein? Okay, dann trinken wir jetzt gemeinsam bis 8 Uhr einen Tee. Können wir jetzt anfangen? Ja, ich fahre sogar schon. Du hast, ist das technisch möglich? Nein. Übrigens, du hast schon. Du hast ja Outtakes, du Spinner. Bist du Jeck oder was, ey? Ey, ich hasse dich, das geht voll an meine Ehre, ey. Du hast übrigens einen Fehler begangen. Du hast an den nicht an jeden Satz Anfang bei Ranga Yogeshwar hast du nicht nun ja gesagt. Also das ist ja. Ja, aber der sagt auch manchmal nur nun. Ah! Nun ja. Nun. Nun. Je öfter man das sagt, desto bescheuerter hört sich das an. Nun, 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 nun. Ich glaube, ich habe hier irgendwie so eine Schallplatte im Hintergrund. Warte mal kurz, kann man die ausstellen? Die hat sich aufgehangen. Also denke ich zumindest, dass sie sich aufgehangen hat. Das klang so, oder? Was meinst du dazu? Nun. Ich wusste es. Ja! Fangen wir jetzt an? Ich fahre schon längst. Ja, aber du hast noch gar nicht Hallo gesagt. Hallo, doch. Ich bin der Bekloppte. Und das hast du also nicht gemacht. Was machen wir hier eigentlich? Das Leben ist sinnlos. In der Tat. Mann. So, ich sehe nichts. Ich fühle mich jetzt gemobbt durch dieses Fenster. Ja. Es wird besser. Okay. Ich habe übrigens keine Ahnung, was ich hier mache. Aber wir fahren ja meins, von daher. Alles meins. Meins? Und hier sind wir scheinbar auf dem übelsten Dorf. Hier will niemand einsteigen. Kommt mir gelegen, weil ich habe plus eins. Vielleicht können wir noch ein paar nützliche Informationen für den geneigten Zuschauer streuen. Mainz ist eine Stadt in Deutschland. Jetzt bist du Altenwohnheim. Ja, vielen Dank für diesen intellektuellen und hochwertigen Beitrag an Florian. Ja! Ja! Keine Ursache. Ich muss mal schauen, ob ich überhaupt richtig bin. Ich fahre einfach. Irgendwo hier steht Klein Winternheim. Das muss wohl richtig sein. Das machen die Duisburg auch immer so. Die fahren auch erstmal einfach. Und wenn sie dann in eine Bergbaugrube plumpsen, dann wundern sie sich. Oder vielleicht wie in Bochum in den U-Bahn-Tunnel fahren. Das ist auch ganz gut, ne? Ach, naja. Ich weiß es auch, aber nicht. Ich finde das zu stressig, in den U-Bahn-Tunnel zu fahren. Okay, schade, also hätte ja klappen können. Ich hätte dich auch gerne dazu überredet. Ja, du bist doch unser Kamikaze-Fahrer hier. Was? Nein. Aber sicher, das. Na, sie. Oh, wir haben grün. Cool. Weiß mir vor, ist aber die Kopfhörer aus den Ohren. Ja, wir müssen ja dazu sagen, der Julian hat heute sein professionelles Equipment ausgepackt. Neben dem Mikrofon. Also das Mikrofon ist wirklich professionell. Das stimmt. Und heute ist sogar mal super eingestellt. Das ist immer so eingestellt. Ich wusste, dass sowas kommt. Also, es ist aber so. Ich habe die Regler mit Tesafilm festgeklebt, damit ich sie nicht verstelle. Und der Tesafilm ist offensichtlich noch drauf. Sonst wäre da ja kein Tesafilm. Pics or didn't happen. Ja, und die Kopfhörer, ich bin ja vorbereitet. Eigentlich sollte ich ja heute Abend wieder in meiner Wohnung in Düsseldorf sein. Aber da ist was dazwischen gekommen und jetzt bin ich halt nicht in meiner Wohnung in Düsseldorf, sondern nicht da und habe natürlich alles, was ich so zum Aufnehmen brauche, außer das Mikrofon, das wollte ich mitnehmen, in Düsseldorf. Und du kannst natürlich jetzt nicht die Lautsprecher vom Rechner nutzen, um da Florians Gelaber drauf zu spielen, um dann ins Mikrofon zu quatschen, was vor den Lautsprechern steht. Das ist technisch nicht unbedingt ein Meisterwerk. Was? Ja, jetzt sitze ich hier halt mit meinen Handy-Kopfhörern, die ich an den Rechner eingestöpselt habe. Ja. Guten Tag. Es ist fantastisch. Weißt du das? Das ist super. Was ich aber die ganze Zeit schon ausprobieren wollte, ist, was passiert, wenn ich die Headset-Tasten an den Kopfhörern drücke, aber ich traue mich nicht. Ich glaube, dann explodiert alles oder so. Ja. Also ich würde es nicht ausprobieren, sonst ja, also, Ach ja, was sollen wir denn machen? Das Leben ist sinnlos. Wir werden nie alle sterben, die Bienen sterben aus.
Ja. Mein Weltbild ist zerstört. Wovon willst du denn ein Weltbild haben? Von zu Hause rumsitzen? Alte Königstraße. Nein, ich kaufe mir jeden Tag die Weltbild. Wenn das eine Zeitung ist. Weltbild? Kann schon. Sein. Ja, es gibt doch überall eine Scheiße, ein Bild. Bild am Sonntag, Bild am Samstag. Es gibt sogar ein Bildbild von daher. Bild von gestern, Bild von morgen. Bild von mir. Bild der Frau. Autobild. Also ich lese ja die Bild nicht. Wie kommt's? Also ich hätte dir das zugetraut. Ja, ich kann nicht lesen. Ah, so. Ich möchte übrigens hier Hochheim reklamieren. Hier ist absolut die tote Hose. Hier liegt der Hund begraben irgendwo. Hast du ihn schon gefunden? Nein. Ich bin aber noch auf der Suche. Ich habe, glaube ich, das dritte Auto gesehen oder so an der vierten Haltestelle gefühlt. So, hier wollen auch Leute einsteigen. Das heißt, ich könnte sogar richtig sein. Ja, das weiß ich gar nicht. Zeig mal her, ja. Sicher das? Vielleicht sind die auch nur verwirrt. Hallo. Nein, hier steht also halt... ähnlich verwirrt wie du. Ich bin nicht verwirrt. Das stimmt ja gar nicht. Das ist ja eine Lüge. Du hast ja keine Viertelstunde gebraucht, um diesen dämlichen Linienkurs in deinem Bus einzugeben. Ja, was kann ich denn dafür, wenn der da steht, bei Betrieb auf Mainz, bei diesem ORN-Bus, funktionsweise entspricht der MVG-Version mit veränderter Optik und erst bei Betrieb auf Fremdkarten, was es ja sicherlich nicht ist, da steht die richtige Funktionsweise beschrieben. Also ich möchte das auf jeden Fall reklamieren, dass das nicht idiotensicher ist. Ja, aber das liegt auch nur daran, dass man dich nicht in den Rahmen der Beta-Tester aufbaut. Oh, der Scheiße. Oh. Das stimmt gar nicht. So. Er fährt aber schlecht. Ich bin gleichermaßen empört wie schockiert über dein Verhalten. Das ist Lauer Ring. Das ist echt unter aller Katze. Katze. Also meinst du so verwirrt wie deine Katze? Das ist nicht mehr zu toppen. Tut mir leid. Das ist weder äquivalent noch größer als. Ich habe etwas gefunden, was nicht ganz so schlimm ist wie ich. Das ist technisch nicht möglich. Naja. Nein. Ach ja. Egon, wie schnell fahren wir? Wie soll man hier bitte schön rumkommen mit einem Gelenkbus? Kann mir das jemand sagen? Florian, du hast einen Einsatz verpasst. Du hättest jetzt antworten müssen. 15 Stundenkilometer, Madame. Also nochmal. Nein. Egon, wie schnell fahren wir? In ein Auto. Tu es! 0 km/h gerade. Nix zu gebrauchen, weißt du das? Komm, ich gehe und unterhalte mich mit meiner Rauffasertapete, die macht da wenigstens mit. Hast du ja auch schon ein Smiley auf die Rauffasertapete gemalt oder noch nicht? Ja, und damit sieht die besser aus als du. Was? Nein. Hallenbad. Also, noch ein letzter Versuch. Wenn es nicht klappt, dann lege ich auf. Egon, wie schnell fahren wir? 15 km/h. 15 Stundenkilometer. Das ist nicht richtig. Egon, erhöhen Sie auf 20. Ich möchte dem Tod ins Auge blicken. Das sollte ein Witz werden, für die, die es jetzt nicht verstanden haben. Kann man gerade einmal dieses Lachenschild hochhalten? Ja. Darf ich mich eigentlich mal drüber lustig machen, wie manche Leute im Omsi-Forum sind? Ja, okay, ich brauche keine Einwilligung, das ist super. Und zwar gibt es hier bei dem Mainz-Bus, bei den Lion City, Hochheim, Dresdner Ring. Ja, was ist hier? Blinker. Eigentlich hat man das ja auf überaus gestellt. Das heißt, automatisch, wenn man einlenkt, geht das Ding irgendwann wieder aus, wenn man zurücklenkt. Aber nicht bei den Lion City in Mainz. Das heißt, also es wurde schon als Bug gekennzeichnet. Ja, hier, das geht nicht zurück. Das ist ein Bug. Leider nein. Ach so. Ja. Ach, na ja. Was ich ja bemerkenswert finde, ist, also ich weiß nicht, zumindest für meinen... Für mich ist das irgendwie so aus dem Nichts gekommen, diese Veröffentlichung. Ich war ganz überrascht. Also ich wusste, wenn als treuer Leser der Plauderecke, dass da was im Kommen ist, aber so ein bisschen überrascht war ich auch, ja.
Also Plauderecke. Schaue ich ab und zu mal rein, aber nicht so regelmäßig, weil irgendwie das wird mir so schnell, da fliegen ja die Beiträge um die Ohren und teilweise da guckst du ja nicht mehr richtig hin. Da kommst du ja gar nicht hinterher. Da willst du einem einen Korb geben, haben schon 10 andere was gepostet und keiner merkt, dass du eigentlich voll was Cooles geschrieben hast gerade. Das macht mich immer sehr traurig. Hallo, hier spricht die automatische Sendungsniveaukontrolle der Julian und Florian GmbH und Co. KG. Leider haben wir den folgenden Inhalt als nicht gesellschaftsfähig eingestuft und möchten Sie bitten, im Rahmen eines gesunden Zusammenlebens auf die folgende niveautechnische Grenzwertunterschreitung nicht weiter einzugehen. Wir würden uns freuen, Sie trotzdem weiterhin als Zuschauer, als Zuhörer oder als derjenige, der sich nur in die unbekannten Weiten des Internets verirrt hat und gar nicht weiß, was er hier tut, begrüßen zu dürfen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Auf Wiederhören. Mann, wie soll ich mit dem Gelenkbus hier rumkommen? Das ist doch tot. Und Abschaum. Ja. Schon mal Kreisverkehr mit Gelenkbus gefahren? Nein. Ja, aber in der Zivilisation sind die so aufgebaut, dass die einfach quer drüber fahren können, die Busse. Nein. Wie schade. Plus 0,5, das ist grün, die Anzeige. Ach, da bin ich ja zufrieden. Ist ja nicht wahr. Ist das ITCS? Das ist iBox. Keine Ahnung, was das sein soll, ob das RBL ist. Apropos, das spielt, glaube ich, um 2007 hier. Also wird das da nichts mit ITCS sein. Oder eher weniger. Ich frage mich aber immer noch, ob jetzt plus 0,5 Verspätung oder Verfrühung oder mir fällt nichts mehr ein ist. Wenn es grün ist, ist es gut. Das reicht fürs Erste an Informationen. Okay. Und ich habe hier eine 2,5 Meter breite Straße. Okay. Scheiße, ey. Ja. Du bist halt einfach inkompetent. Ja, ich bin voll intelligent. Das wolltest du auch sagen, ne? Boah, was ist voll tantilliert. Wie hält man am besten an? Ja, man schleift am Bordstein. Teil 50 Millionen. Sollte das jetzt ein Witz werden oder irgendwie lustig? Hätte ich lachen sollen? Ja klar, soll ich auch nur das Schild hochhalten hier mit Lachen, oder? Gerne. Okay. Wenn du das kannst und das sich nicht intellektuell überfordert. Vielleicht ist er noch den motorischen Fähigkeiten dazu gar nicht ausgeprägt. Also das auf jeden Fall. Aber hatte ich dir schon mal das über das Thema Gartenbauhelfer unterhalten? Kostheim? Ja, hast Kreuzweg. Du. Ah, okay. Ah, hast du noch irgendwelche Fragen? Nein. So. Ja. Jetzt schickst du mir auch noch was per Skype? Ja, weil ich das nicht noch sagen kann, weil du so unprofessionell bist. Weißt du das? Einmal im Leben mit Profis arbeiten. So. So sieht's nämlich aus. Oh, was ein Stress. Ja. Stress. Alles Stress, ja. Ich hasse dich. Ich hasse Menschen, Tiere und Pflanzen. Steine sind okay. Ja. Aber und ich hasse Steam. Na gut, so. Das sowieso. Wie läuft's eigentlich mit deinem Download bei Steam? Ja, was meinst du, warum ich die hasse? Okay. Affe. Es ist ja Summer Sale. Oder es war Summer Sale bis neulich. Aber heute ist ja irgendwie auch nochmal alles reduziert, um jetzt auch die letzten Leute aus der Reserve zu locken. Oh, seit 5 Minuten nicht mehr. Da bin ich ja gerade noch rechtzeitig gekommen. Schade. Ja, jetzt habe ich mir halt noch mal ein paar Euro mehr ausgegeben. Ich habe es ja. Ne? Muss mir auch diesen Monat nichts mehr zu essen kaufen. Der geht noch 8 Tage.
Ich habe nichts im Kühlschrank und nichts auf dem Konto, aber ist egal. Aber ich glaube, ich habe noch was im Portemonnaie, so um die 30 Euro. Naja. Wie auch immer, jedenfalls habe ich mir jetzt hier noch XCOM, Zeburio oder so ähnlich, ich weiß es noch. Zeburio. XCOM Declassified. Gekauft. Und das wollte ich eigentlich mal let's playen, glaube ich, oder? Und dann habe ich noch die Erweiterung zu XCOM Enemy Unknown gekauft, nämlich Enemy Within. Spricht man ja so aus, das ist sehr englisch. Within. Verstehst du das? Ja, und jetzt kraxelt hier Steam in 140 Kilobyte die Sekunde durch die Leitung. Das ist aber jetzt schon viel mehr als eben. Ich habe es eben aus Versehen starten wollen. Das sind ja irgendwie 11 GB pro Spiel. Und da stand dann irgendwas von wegen, Spiel startet in 3 Tagen, 17 Stunden und 36 Minuten. Da habe ich auch gedacht, ja, ist gut. In der Zwischenzeit schaffe ich vielleicht ein oder andere Sache, die in den Tagen liegen geblieben ist. Ja, so minimal halt. Ein wenig. Ach ja, Julian, ich habe mir übrigens mal überlegt, dass ich hier voll cool sein kann und meinen Laptop per Direktverbindung an meinen Rechner anschließen könnte, um dort immer Daten auszutauschen. Bin jetzt nicht Pro. Das hat jetzt wie viele Jahre gedauert, bis du das rausgefunden hast? So lange, wie ich versucht habe, mit einem Switch eine konstante Verbindungsleistung zu bekommen. Aber das hat sich leider zerschlagen. So, na. Na, mindestens. Ja. Ich würde mir meins runterladen, wenn es nicht so sinnlos wäre. Ich bin die nächsten Tage ja gar nicht an diesem Rechner. Überall sind meins Bilder an diesem komischen Screenshot dreht. Oh nein, da ist einer mit Städtedreieck. Ach, auf den Dennis, auf den ist verlassen. Wer Dennis, ist Dennis? Dennis 82, oder? Nee, Dennis. Kenn ich nicht. Gottchen, das sind aber viele Busse. Aber der Wiedererkennungswert ist eigentlich ziemlich hoch. Das finde ich relativ gut. Also vom Hauptbahnhof jetzt, da war ich ja schon mal in Mainz, habe mir den Hauptbahnhof angeguckt, war ganz nett und habe mich wieder gefahren. Aber ja, den erkennt man. Man muss dazu sagen, Julian schreibt bald einen Reiseführer, Mainz sehen und reicht. Über Mainz sehen und gehen, heißt der doch. Oder so. Na, ich habe einen Reiseführer. Ja, ja. So. Oh, hier hat mal einer was mit dem Ül und O407 auf Tettau gepostet. Ach, der Reini. Südtirol, das finde ich so geil. Ob der Reini aus Tirol. Wenn der irgendwie ein Let's Play machen würde, ob man den verstehen würde? Man versteht uns ja schon nicht. Ja. Stimmt. Ja. Merkst du was? Ja. Nee, glaube ich mich nicht. Ja, okay, gut, das ist... Irgendwie zeigen hier alle die gleichen Bilder vom Hauptbahnhof. Ach nee, die Seite hat neu geladen. Ach so. Ist ja die gleiche Seite, Entschuldigung. Ich hab runtergescrollt und dann wieder hochgescrollt. Oh Mann. Aber ich hab wundert, was hast du doch schon mal hier? So. Finde ich aber auch ganz lustig. Wobei natürlich jetzt auch auffallend ist, das sind ja jetzt erstmal gescheite Busse hier von den MAN-Dingern. Habe ich ja erst noch gar nicht realisiert. Na, vorher gab es ja Och. Nur den Lion City von Kamas. Jein, von Kamas und dem anderen Tunister. Ja, irgendwas war da noch gewesen. Und Lions Gelenkbus, ich glaube nicht, ne? Der sieht aber ziemlich gut aus, ne? Da bilde ich mir das ein. Ja, das ist auch gut. Fährt sich auch super. Muss sagen, der Solobus, der hat eine ganz schön gute Beschleunigung, aber ansonsten läuft er auch. Ach ja. Ja, mit dem Gelenkbus fahre ich da gerade, die Kiste macht sich.